Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, wir haben jetzt mal hier aufgehört und weiter geht's. Jetzt kommt, glaube ich, ein sehr fieser Boss. Ah ja, da vorne steht er schon. Den mag keiner, aber ich glaube, den habe ich sonst meistens beim ersten Mal, glaube ich, nie geschafft. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Oh, easy, guys. It's all right. Reigns is a Sanctum officer. He's been helping us out. Why are you here? Reigns! You traitor! I put you on the path. That was my focus. You're a Lassie? Since long before we met. I did my best to assist you, as bid by the Sanctum Falci. Now do you understand? The Falci have watched over you, guiding your every step. The luck that saved you time and again was a deliberate machination. Why, you may ask? The Primarch, or should I say, Bartendus is crafting you into the instruments of Cocoon's demise. We've been played for fools. A Cocoon Falci? Why? Why? To restore the Maker. The Maker? The entity responsible for creating both humans and Falci. Long ago, the Maker departed this world, leaving the two races behind. In a sense, human and Falci are brothers, orphaned by the same parent. As for the humans, they forgot the order imposed by the Maker. They began to war amongst themselves for the first time in history. The Falci focused on recalling their lost deity and returning the world to its former glory. This purpose lies at the heart of all their actions. Calling back the Maker requires a fitting sacrifice. Yeah, we've heard. The destruction of Cocoon. The lives of this world's entire populace. In bloody tribute. No. That's crazy talk. I don't get it. Why do they need us? Couldn't the Falci end Cocoon with just a thought? Their existence is bound to the creation and maintenance of this floating shell. It is their very nature that holds them in check. You mean Cocoon Falci can't destroy Cocoon? They needed tools. If we can stop this by doing nothing, we'll do nothing. Noble, I expected as much. You lied to us. What happened to your dream of rebuilding Cocoon for the people? Was it all a lie? A shadow of a dream. From when I was human. It was change I craved. And once I'd built the influence to make things happen, there was change. I gained all the power I could hope for, but was a puppet with no will to wield it. It wasn't the Falci who changed. It was me. You were made a Lassie? A Lassie. Tied to an inescapable focus, a slave of destiny. I'd lost hope. I'd all but given up on dreams of freedom. What do you say? I'm here of my own accord, not by Falci order. Seeing you fight brought it all back. Brought back that future I once strove for. I too will challenge my fate.
I can defeat you here, the Falci plan will fail. Reins! I will use all my remaining power. I will set you free! Ja, der ist übel. Aber... erstmal scannen. Ja, alles normal. So. So gemastet schon mal bei ihm. Verteidiger. Jetzt rastet er leider aus. So, noch ein bisschen Blitzschlag. Sehr hoch. Aber wenn wir ihn erstmal einmal im Schock haben, dann geht das schon. Aber der hat einen 300er Schock, ja. 300er. Der heilt sich auch selber. Jetzt braucht er wieder Gemach, damit er langsamer ist. Nichts riskieren. Oh, jetzt macht er, glaube ich. Gehen wir auf Lebenssymphonie mal kurz. Danach Rache-Kampagne. Damit wir wieder Schutzschilder kriegen. Und fängt ihm die positiven Zustände klauen kann. Endlich mal in Schockzustand kriegen den Jungen. Du hast jetzt vergiftet? Nee. Ja, ich glaube, der wird aber noch eklig. Ah, jetzt zaubert sich das auch weg. Immer auf Lightning, du knalle Erbse. Hop. Heile. Jetzt hat er ein paar sehr schöne negative Zustände. Jetzt haben wir ihn auch gleich. Ah, nee, was macht er jetzt wieder? Lebenssymphonie kurz. Kurz durchheilen.
Oh, und bei ihm läuft das Ding ab. Wir haben so lange gebraucht. Geh mal kurz auf Rache-Kampagne. Es kommt einmal noch. Flippt er wieder aus. Das kann Feng ihm wieder ein bisschen positiv den er wegnehmen. Oh, entschuldigt, wenn ich nicht allzu viel rede. Da muss man sich echt konzentrieren. Oh, 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 oh. Oh, Hope, hilf mir. Hope. Hope. Jetzt helfen wir doch. Danke. So. Komm, das muss sitzen bei ihm. Da sitzt gar nichts momentan. Zum Schluss hin wird er richtig fies mit seinen Mistattacken. Ah, Gemach sitzt. Können wir auf Blitzschlag gehen. Wenn er sich öffnet. Kurz grüne Front. Oh, 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 oh. Mach, lass Feng in Ruhe. Rache-Kampagne. Alle wieder ein Schutzschild haben. So, Gemach sitzt auf ihn. Jetzt öffnet er sich. Jetzt mit Blitzschlag schnell. Schnell einmal durchheilen. Ah, jetzt setzt er sich wieder positive Zustände. Rache-Kampagne. Zumindest ist er langsamer. Das andere sitzt doch gar nicht auf ihm, ey. Das war's? Ja. Ja, ein Stern. Mir egal. Ah, jetzt gibt's Werkstube Mugli. Und Kristallium-Erweiterung. Huh?
war er jetzt doch nicht so heftig, wie ich dachte, aber er war nervig. Ironic, isn't it? The only thing I wanted was a moment of triumph. How it ends isn't important. Just do what you know is right. Trust yourselves. What? Did he complete his focus? I don't think so. All Reigns did was try to save Cocoon in his own way. His own way. What? Hey! Where are you? Snow! I think Reigns was searching. Searching for a way to make us understand. To understand the frustration of being a Lassie. A Lassie bound to a focus. And maybe what it meant to be human. Ja. So, Kristallium ist erweitert. Jetzt können wir natürlich wieder die drei Hauptdinger. Werden wir jetzt wieder weiter leveln. Und die anderen rennen einfach schon vor. Prima. Aber die Taktik war ganz gut. Die Lebenssymphonie ist auch richtig gut zum Hochheilen, wenn alle richtig Schaden kriegen. So. Okay. Wieder ein Fahrstuhl. Und wieder abwärts. Oh ja, das war ja klar. Sind wir hier bei Resident Evil? Ich hab jetzt auch das falsche Dings. Ja. Blitzschlag sollte sein. Müssen wir gleich mal umändern. Ja, deswegen haben wir jetzt auch. Mit dem wird jetzt wieder gestartet. Na, kommen noch mal welche runtergeflogen. Dann macht. Ich wollte gerade sagen, man geht in die Kamera wieder normal. Hier war nichts jetzt, ne? Hier so? Ne. Okay. Ah ja. Ach, jetzt geht's hier nochmal weiter. Wir rennen doch jetzt aber nicht etwa wieder zurück, oder? Ne. Fighting. Hier ist wieder genauso. Hier könnt ihr hier an der Seite auch abkürzen. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Okay, da vorne muss ich erst die Puddings ausschalten. Ach nee, die schlagen sich ja gegenseitig, oder? Habe ich da jetzt falsch gesehen? Nee. Na doch. Dann werden wir erstmal ein Pudding werden wir erstmal. Und dann werden wir den Roboter. Schnitt ist auch schon wieder fällig. Machen wir nach dem Kampf. Ruf kriegt wieder mal mächtig in die Fresse. Ja.
auch stirbt gleich. Dann müssen wir den jetzt so. Ja, Pudding stand leider zu nah an dem Roboter. Dadurch hat er selber mächtig eine reingekriegt. So, wir gehen den offiziellen Weg, weil ich weiß, dass da am Rand außen, da gibt's keine. Könnte man jetzt, Moment mal, hab ich da jetzt was über... Ah, nee. Ach, hier ist versperrt. Hier könnte man noch lang. Aber... wir müssen hier runter. So, was haben wir denn hier? Zwei Roboter und Proteine. Okay, da ist erstmal ein Roboter dran. Kann das sein, dass die blöden Proteine uns jetzt angreifen? Tatsache. Da machen wir doch lieber. Nee, erstmal ein. Bleib bei einem Roboter erstmal. Lassen wir so. Den kriegen wir schon so platt. So, jetzt erstmal Puddinge. Das sind eindeutig zu viel. Jetzt den Roboter. Zwei von denen sind ja auch richtig lästig, aber komisch ist hier... ich dachte, die greifen sich gegenseitig an, aber die haben uns dann alle angegriffen. Sehr eigenartig. So, nur noch geheilt. Schockzustand, Sturm. Und tot. Ja, kein Stören, aber mir egal. Ja, hier geht's weiter. Ja, von da hätte man dann kommen können. Das ist, glaube ich, dass man die umgehen kann, aber wozu? Man will doch die Gegner mitnehmen. So, hier speichern wir nochmal ab und dann mache ich erstmal einen Schnitt. Oh, der Part ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Überlänge. Aber macht nichts. Egal, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 13. Und danke fürs Zuschauen noch. Ciao.